Die Große Koalition hat eine Reihe großer Projekte auf den Weg gebracht. Es waren streckenweise schwierige Gesetzgebungsarbeiten, aber wir haben es geschafft. Und wir haben beispielsweise auch für die Wirtschaft erfolgreich gearbeitet. Die stromintensive Wirtschaft, was viele Betriebe in unserem Land sind, müssen die EEG-Umlage nicht bezahlen und können so im Wettbewerb Arbeitsplätze sichern. Insgesamt also bin ich mit der Arbeit in den ersten Monaten zufrieden. Also wichtig war uns die Mütterrente, die wir im Wahlkampf versprochen haben und wo viele sich schon gefragt haben, halten die das auch wirklich durch? Und natürlich war uns auch wichtig, dass wir bei den Gesetzgebungsvorhaben Mindestlohn dafür sorgen konnten, dass das Risiko, dass Arbeitsplätze verloren gehen, stark minimiert wurde. Also ich würde schon sagen, das größte Projekt, das wir nach der Sommerpause haben, ist der Bundeshaushalt 2015. Zum ersten Mal seit 40 Jahren werden wir keine neuen Schulden mehr machen. Das wird ein ausgeglichener Haushalt. Mehr an Nachhaltigkeit für die junge Generation kann man gar nicht machen. Und dann kommt die große Pflegereform, wo wir verbesserte Leistungen haben werden. Wir werden ein Drittel mehr Ausgaben haben, als die Pflegeversicherung insgesamt an Volumen hat. Also 6 Milliarden zusätzlich, das ist eine große Leistung. Musik.